Hallo, was machen Sachen? Willkommen zum neuen Tutorial. Heute wollen wir mal über Audio reden. Ich habe dieses Tutorial zwar als VTuber-Tutorial gelistet, aber es ist halt im Prinzip für jeden möglich, der streamt oder halt auch Videos macht. Audio ist vom Prinzip her überall sehr gleich, aber ich führe halt nur mal diese Kategorie und dachte, ja, das hat ja was damit zu tun, ich packe das jetzt einfach mal da rein. Blödsinn wäre es ja für Unreal, da ist ja nicht so viel mit Audio. Ja, auch, aber anders. Ja, so. Generell, ja, so viel dazu, ja. Generell werde ich öfters mal gefragt, gerade bei gemeinsamen YouTube, ja, mein Audio ist so schlecht, ich bin so leise, da ist so ein Rauschen drauf, wie kriege ich das gefixt? Und genau über diese Probleme wollen wir einfach reden. Auch nochmal für alle zum Mitschreiben, das hier ist ein Anfänger-Tutorial, also ich werde versuchen, so simpel wie möglich alles zu erklären. Ich werde hier nur die Basissachen zeigen, die einfachsten Sachen zeigen. Kompliziertere Sachen oder so weiter lasse ich hier aus, also wirklich für Anfänger, Schritt für Schritt, wir gehen alles durch. Ich zeige euch das aus einem Beispiel. Ja, und dann würde ich sagen, wollen wir mal anfangen, oder? So, einmal auf meinem Desktop. Wie ihr seht, arbeite ich mit OBS Studio. Das ist das Programm, was ich halt für die Aufnahmen und für Stream nutze. Ich werde euch das auch unten in die Beschreibung verlinken, wenn ihr möchtet. Generell, wenn ihr Programme downloadet, benutzt bitte die originale Webseite. Ich habe jetzt schon öfters gesehen, dass Leute, die von Clip oder sonst wo runterladen, ihr habt da leider oft das Problem, dass die Datei einfach veraltet ist oder halt tatsächlich korrupt. Das hatte ich jetzt schon öfters, also bitte, wenn ihr Sachen runterladet, die sind kostenlos, bitte von der originalen Webseite, sucht einfach nach dem Namen und guckt, ob die Webseite genauso heißt wie das Programm. Macht Sinn. Und nicht über so Drittanbieter, ihr ärgert euch nur damit. Ich hatte jetzt öfters mal Probleme mit Leuten, die halt ja wirklich über Clip oder so weiter Sachen runtergeladen haben und dann hat es halt nicht funktioniert, dass hier und da halt einfach was Sachen nicht funktionieren. Ja. Aber dafür sind wir jetzt nicht da, wir wollten über die Audio reden. Generell wichtig für uns ist jetzt erstmal hier unten der Audio-Mixer. Das ist einfach das, was euch anzeigt, welche Töne was macht. Im Desktop habe ich gerade halt nichts, weil ich habe keine Musik laufen, kein gar nichts laufen, also keine Audio. Hier habe ich mein Mikrofon. Wie ihr seht, da rennt schon halt der schöne Balken. Versucht immer so möglichst, dass ihr in dem gelben Bereich seid. Wenn ihr im roten seid und ständig hier drin seid, übersteuert ihr einfach. So, das ist so die Richtlinie, die ich halt mir setze. Ich versuche hier so in dem gelben zu sein, da bin ich halt verständlich zu hören. Und den Vorteil halt einfach dadurch, dass es auch angezeigt wird, ihr könnt das hier mit dem Desktop ein bisschen abgleichen. Ihr hört euch ja meistens selber nicht zu, es ist hier so ein kleiner Richtwert, an dem ihr euch orientieren könnt. Oder ihr fragt dann einfach im Stream euren Chat, ob es okay ist. Bleibt nichts anderes übrig oder halt eure Videos hört ihr dann kurz. Dann macht ihr einfach eine kurze Testaufnahme, ob das so okay ist und dann regelt ihr das, wie ihr es braucht. Dauert halt immer ein bisschen, bis man das eingestellt hat. Wenn man es aber einmal eingestellt hat, sollte man es so lassen. Außer man werkelt hier halt an seinen anderen Einstellungen alles rum. So, okay, so viel dazu. So, das erste Problem, auf das wir gerne stoßen, ist, ja, hier wird immer generell nichts angezeigt. Computer weiß nicht oder das Programm weiß nicht, welches Mikrofon wir nutzen sollen. Kann mehrere Sachen haben. Zum einen, man hat mehrere Mikrofone und der Computer weiß einfach nicht, welches er nimmt. Dann macht er entweder gar nichts oder nimmt random eins. Können wir ändern? Wir gehen auf das Zahnrad, Eigenschaften und hier oben können wir unser Gerät auswählen. Ich rate davon ab, Standard nicht zu nehmen, weil es kann sein, dass jedes Mal, wenn ihr OBS neu startet, wechselt das durch. Das hatte ich bei mir. Ich habe mal das gehabt. Entweder habt ihr nur eins anschließen. Ich hatte teilweise das Mikrofon in meiner Webcam, das konnte ich zum Glück deaktivieren. Dann hatte ich nur eins. Jetzt habe ich halt zum Vorführen noch ein zweites dran geschlossen. Wie gesagt, wählt direkt euer Mikrofon aus, um nur mal sicher zu gehen, dass ihr immer das gleiche habt. Den Zeitstempel braucht ihr ja nicht, das ist Blödsinn. Falls es sein sollte, dass hier noch nichts angezeigt wird, gibt es zwei Gründe. Entweder euer Audiotreiber ist nicht richtig oder halt veraltet. Kann einfach mal gucken, ob er einfach über das Update wieder was findet. Kann sein. Wenn es geht, ist okay. Wenn es halt nicht geht, müsst ihr extern einen runterladen. Habt ihr ein Markenmikrofon? Hat die Marke meistens selbst einen eigenen Treiber? Falls das nicht der Fall sein sollte, empfehle ich von Realtek. Den habe ich jetzt öfters bei mir genutzt, gerade bei meinem ersten Mikrofon hat er super funktioniert, hatte ich nie Probleme mit. Ihr müsst nur gucken, ob ihr auch wirklich den Treiber für eure Version habt. Da müsst ihr halt einmal ein bisschen abgleichen. Auch die Seite verlinke ich euch natürlich und lest halt einfach ein bisschen durch. Ich weiß ja nicht, welchen PC oder so weiter ihr habt. Wie gesagt, mit Realtek bin ich bis jetzt immer super gefahren. Nachdem ich das installiert hatte, neu gestartet habe, habe ich immer alle Mikrofone wiedergefunden. Oder auch halt generell alle anderen Audiogeräte. So. So, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben ein Mikrofon ausgewählt, ob jetzt mit neuem Treiber oder ohne. Hauptsache es ist erstmal da. Das nächste Problem, was sein wird, gerade wenn ihr in einem Windows-PC sitzt, es ist sehr leise. Egal wie gut und teuer euer Mikrofon ist und was für ein Hightech-Teil ihr habt, ihr werdet auf Windows, wenn ihr noch nie in den Soundeinstellungen wart, immer leiser sein, weil Windows einen Dick-Move bringt und das Mikrofon nicht auf 100% führt. Das lässt sich beheben. Ihr könnt einfach in die Einstellungen gehen, an eurem PC.
und sagen System, Sound. Und dann geht ihr etwas weiter runter. Hier haben wir auch wieder Eingabegeräte. Hier könnt ihr auch standardmäßig was festlegen. Dann geht ihr unter Geräteeigenschaften. Und ihr werdet hier meistens so um die 60% sein. Stellt das mal auf 100, dann seid ihr automatisch wieder lauter, weil ich weiß nicht, warum Windows das bringt. Das hat bis jetzt auf jedem Windows-Computer, den ich hatte, standardmäßig stand ich immer so um die 60. Nie 100. Ich weiß auch nicht, warum. So. Wenn das Problem gelöst hat von der Lautstärke her, super. Solltet ihr immer noch zu leise sein, geht erstmal in die zusätzliche Geräteneigenschaften. Da kann es sein, dass es hier nochmal einen externen Pegel gibt und noch einen Dezibelregler. Eventuell den ein bisschen höher drehen, aber hier aufgepasst. Wenn ihr da was höher stellt, kann es sehr schnell sein, dass ihr ein Rauschen drin habt. Ich zeige euch gleich, wie ihr das wegkriegt, nur dass ihr darauf vorbereitet seid. Ihr macht das höher und ihr seid noch nicht so weit und sagt so, Kacke, das rauscht jetzt wie sonst was. Das kann man auch fixen. Sollte das Ganze immer noch nicht ausreichen, weil halt euer Mikrofon ultra leise ist. Das kann passieren, gerade wenn man halt Mikrofone hat, die halt von der Qualität ein bisschen geringer sind. Für den Anfang okay. Weil gesagt, wer kann schon 100 Euro für ein Mikrofon ausgeben? Mal ganz ehrlich, wenn man jetzt halt was ein 20-Euro-Mikrofon vom Krabbeltisch hat, ist das halt qualitativ halt nicht so geil. Aber wir können damit arbeiten. Und man kann ja später dann, wenn man sagt, okay, das macht mir Spaß, das will ich weitermachen, ich will meine Qualität verbessern, dann halt upgraden. Man muss nicht immer High-End-Geräte haben, um ein gutes Ergebnis zu haben. Klar, es hilft ungemein, es ist halt von der Qualität halt besser, aber nicht jeder kann sich das halt leisten. Und wie gesagt, wir können auch so mitarbeiten. Wir müssen halt zusätzlich ein bisschen was ändern, aber wenn wir das eingestellt haben, funktioniert das auch alles ganz gut. Wir haben das jetzt alles gemacht, sind aber trotzdem immer noch sehr, sehr leise, haben immer noch ein Ass im Ärmel und können Filter auf unsere Audio drauf machen. Ich werde gleich mal mein Mikrofon umschalten, weil dann ist es besser zu hören. Ich habe noch ein Mikrofon, was halt von der Aufnahmequalität halt deutlich leiser ist wie das. Und ich werde euch einfach mal einfach zeigen, dass man halt auch durch weitere Filter auch noch mal lauter werden kann. So, das ist mein aktuelles Mikrofon, um es euch zu beweisen. Ich habe hier nur die Rauschunterdrückung drin. Die solltet ihr generell drin haben. Ich zeige euch gleich, wie das geht. Wir machen mal. Ach komm, wir machen die einfach mal raus. Dann hört ihr auch, wie es ohne Rauschunterdrückung klingt, weil macht für jedes Mikrofon tatsächlich Sinn, eine drin zu haben. Auch einfach dadurch auch, dass Hintergrundgeräusche ein bisschen rausgepegelt werden. So, jetzt wechseln wir einfach mal unser Mikrofon. Ihr werdet wahrscheinlich schon hören, ich bin doch deutlich leiser. Ich habe jetzt keinerlei Filter drin. Ich habe alles auf Maximum eingestellt. Und ja, wie ihr seht oder wie ihr hört, wir sehen ein bisschen schwierig. Ihr seht den Balken, der ist schon ein bisschen weiter unten. Bin ich doch ein bisschen leiser. Was jetzt halt ein bisschen doof ist, weil man will ja relativ laut sein. Oder man möchte halt gehört werden. Das kann man ändern. Ich habe es kurz angeschnitten. Einmal Filter. Dann machen wir das Plus. Wir machen erstmal wieder unsere Rauschunterdrückung rein. Ja. Man sollte das Rauschen jetzt schon mal relativ gut beheben. Blöd ist, ich kann es selber nicht hören. Ich muss mich jetzt einfach darauf verlassen, dass ich ungefähr noch weiß, wie ich es eingestellt hatte. Ihr könnt halt immer mal wieder, ja, ihr könnt das, um es zu kontrollieren, aber immer wieder mal eine kurze Aufnahme machen. Gucken, hört sich das gut an? Ja, okay, dann lassen. Nein, dann halt ändern. Dann macht es in die eine Richtung, sagt, ist gut. Oder macht es in die andere Richtung und dann probiert ihr einfach hin und her, weil man kann sich halt selbst schlecht zuhören. Ist immer ein bisschen doof. Und dann wollen wir eine Verstärkung. Die klicken wir auch an. Nennen wir auch Verstärkung. Das darf so heißen, das passt hier rein. So, wir machen es ein bisschen lauter. Ich kann mich jetzt halt selber nicht hören. Ihr müsst ein bisschen ausprobieren, wie weit ihr das regeln könnt. Aber ihr solltet jetzt schon hören, ich bin doch ein bisschen lauter geworden. Ich packe das einfach mal oben hin und schließen. So. Dachte, ich bin jetzt ein bisschen lauter geworden. Ihr werdet halt nie irgendwelche High-End-Töne kriegen, aber ihr werdet schon mal besser zu verstehen sein. Wie gesagt, am Anfang kann man halt sich nicht unbedingt 100 Euro für ein Mikrofon ausgeben. Man muss mit dem arbeiten, was man hat, und man kann ja später upgraden. Aber so ist halt schon mal, ihr habt ein bisschen weniger Rauschen drin, ihr seid ein bisschen lauter, auch wenn jetzt halt keine so motzgeile Qualität. Aber was will man erwarten, wenn man halt ja, einen Teil des Preises ausgibt? Aber man kann halt ein bisschen darauf hinarbeiten, dass das halt alles ein bisschen besser klingt. So. Ja, und dann hoffe ich habe euch mit dem Tutorial geholfen. Konnte euch ein bisschen unter die Arme greifen und ja, man sieht sich. Auf Wiedersehen. Tschüss.